So, hallo. Wir machen weiter bei Metroid Dread. Ich habe keine Ahnung, was wir das letzte Mal gemacht haben, weil es einfach wieder gefühlt Jahre her ist, dass ich aufgenommen habe. Wir sind auf Dairon. Okay. Ach, wir haben den Grapplebeam bekommen, ne? Und jetzt kann ich hier hin, ne? Ne, das ist von der anderen, oder? Wie war denn das? Doch, das muss von der... Komme ich da jetzt hin? Oder, hä, da war ich ja schon. Wenn es hier hell ist, war ich da doch schon. Oder bin ich jetzt ganz doof? Ja, ich glaube, ich habe einfach hier gespeichert. Wir sind da noch nicht hoch oder so. Kann das sein? Ja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir kurz Backtracking wegen dem blauen Zeug, was wir jetzt machen können? Oder gehen wir erstmal einfach weiter und gucken, wohin die Reise führt? Ich bin gerade komplett, ich weiß gerade gar nicht, wo und wie und was. Wir gehen einfach mal zu dem Aufzug dahin. Das wird schon passen. Das wird schon eine sinnvolle Richtung sein. Ach, habe ich doch noch nicht abgezogen, siehst du? So, jetzt habe ich abgezogen. Das heißt, hier geht's in ein neues Gebiet. Ab geht's. Dann machen wir auf jeden Fall schon mal nichts verkehrt, wenn wir uns da umschauen. Und zwar geht es nach... Ach so, Moment mal. Wir können jetzt ja auch in dem Wassergebiet uns um... Ach. Ne, wir haben doch jetzt auch da drüben das Wassergebiet. Da wäre doch jetzt auch ganz viel, was wir, oder? Oder nicht? Oder... Boah. Wohin gehen wir denn jetzt? Lasst mich kurz auf die Karte gucken von dem Wassergebiet. Ob das jetzt viel bringt, hier sich umzuschauen, oder ob wir da noch viel noch nicht machen können. Also überall, wo sozusagen so blaue Dinger sind. Ich brauche nur eins, dann kann ich erstmal gucken. Also das ist ja zum Beispiel offensichtlich nur eine Abkürzung. Das will ich nicht markieren. Das ist ja erstmal offensichtlich nur eine Abkürzung. Das ist jetzt ja nichts, was uns weiterhilft. Da ist eins, das würde auf jeden Fall hier irgendwohin weiterführen. Die Frage ist, ob man da schon hinkommt, weil ein Teil hier war ja auch eisig, ne? Warte mal, war der Teil hier nicht Eis? Das ist doch gefrorenes Zeug, da komme ich doch noch gar nicht mehr hin. Ne, da komme ich gar nicht mehr hin. Das weiß ich noch, das ist dann gefroren alles. Also, ja, ich glaube, so viel kann ich auf Burenia ja gerade gar nicht machen. Hier, das ist aber auch nur eine Verbindung. Da haben wir den Flash-Shift bekommen. Den ich deutlich öfter im Kampf einsetzen muss. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da ist ein Teleport, ein grünes Gebiet. Ich glaube, wir können da gar nicht so viel machen aktuell. Das meiste sind nur Abkürzungen oder irgendwas. Ne, dann gehen wir ins neue Gebiet. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Hab mich schon überzeugt. Gut, dass man die Karte hat. Sonst wäre ich jetzt da wahrscheinlich erstmal tatsächlich nach Burenia gegangen und hätte festgestellt, dass wir nicht viel machen können. Dann neues Gebiet, was aber auch natürlich bedeutet... Neue Emmy. Trotzdem kann uns dieser Emmy dann ja schon mal spoilern, was für ein Objekt wir bekommen. Vielleicht kann er besonders hoch springen, dann wäre es nämlich der Space Jump. Hehe. Weil ich eigentlich nicht einen Emmy möchte, der besonders hoch springen kann. Das will ich eigentlich nicht. Was für eine Fähigkeit könnte ich mir noch bei einem Emmy vorstellen? Was könnten sie den Emmys noch gegeben haben? Das ist schwierig. Es müssen ja irgendwelche Bewegungsfähigkeiten sein, ne? Ich meine, was uns noch fehlt, sind so Sachen wie Pulslaser und so weiter und so fort und die Powerbombs. Aber das zum Beispiel kann ich mir bei einem Emmy weniger vorstellen, so Powerbombs. Weiß ich nicht. Egal, wir gucken jetzt erstmal hier... Oh, das sieht alles wie so ein bisschen... Aha, 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 aha. Ja, moin. Ach so, ah, das ist so zum... Ai, 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 see. Dann laden wir erstmal alles auf, ne? Jawohl. Zack.
Sehr gut. Gucken mal, dass wir uns da jetzt rein begeben. So. Das mal hier weiter. Ja, oder auch nicht. Da oben ist wieder so ein Tank-Ding. Aber ich glaube, hier komme ich einfach nur wieder runter oder so. Naja, scheint ich nichts machen zu können. Ja, das ist klar. Da brauche ich den Flash-Shift. Dann Flash-Shiften wir einmal hier durch. Geht mal alle weg. Jo, das sieht alles sehr mystisch aus hier, dieses Gebiet, muss ich sagen. Das ist so wie so ein Tempel oder... Ja, irgendwie so Tempel-Vibes bekomme ich hier. Und na, wir kommen direkt... Direkt ins Emmy-Gebiet. Ist das euer... Oh mein Gott, ist das euer Scheiß-Ernst? Ich habe keinen anderen Weg, ne? Es geht direkt ins Emmy-Gebiet. Und wir starten gleich mit einem Flash-Shift. Und ich komme hier... Also hier ist schon mal so eine Emmy-Dings. Ah, das... kann ich das aus der Luft aus auch machen? Ah, kann ich. Interesting. Aua. Und bisher ist noch kein Emmy... Oh, da oben. Da oben sind schon wieder Powerbombs. Ja, ist doch gut. Ach so, jetzt geht's los. Oh. Chozo-Zeichnungen. Ja, das ist der da. Oha. Hat sie... Oh mein Gott. Hat sie dadurch, dass sie irgendwie von X infiziert wurde, irgendwie jetzt eine Verbindung mit dem Ding? Ja, moin. Lol. Ich glaube, wir bekommen hier gleich richtig viel Lore. Hi. What the heck? Wenn er das Ding einfach ausschalten kann, können wir es dann nicht einfach... Ravenpeak. Ich hoffe, man kann es lesen. Ja, doch, ich denke schon. Morken. Kunihabari hundar tarasabekes en holchani, linkatalu ili guliris, sabalba. Ashkar behek, hasari gale ubana dosh elegar mir. Ninu barash nek ili ferun tar hadar, les ninu kedar, ili mathroi mugi, tanam tar bi hadar bunta, eiris dosh eka ili gimel. Ashkar behek gabori dosh balan ili mathroi dosh ili tarin nalima hemsatar. Kumbim bi kalki sakra. Dosh horek bura, ninu mehirin ili zoha hasana. Bimura gabara ili sahali, dosh uran ili mathroi. Gal mir tostek, ananakoden mugi akalai. Ashkar behek hem ili maukin. Hasana Hasari Anabalta dos Humahar Sanian.
Nein. Iliemai marhuma satari lin ashkar behek. Tamus arlan, fejejadoran. Ninu jabar kumane jundos, tebolen ili mazroetem eskanulisa tamajarizbi. Der will neue Metroids zu sich. Okay. Kino ulotruta. Anna Maril Sanur Pura, Aymar Hel Kalom. Ata Estor Taboris Urahama, Anna Habar Kisadi Inisaka. What? Oh. Anna Manbala Meyata. Ich wollte... Ach, oh, scheiße. Ich... Ah, nee, Mann. Ich wollte noch sagen, das ist jetzt wieder so ein Typ, der wird gleich sterben. Ich wollte es wirklich noch sagen. Ah, ich wollte Flash shiften. Ey, ich drücke immer auf die falsche Taste zum Flash shiften. Ich tue dem gar nichts, oder? Vielleicht so? Oder muss ich hier verlieren? Ja, so tue ich dem gar nichts. Ja, Mama mia. Ah, ich wollte falsche Taste. Nein, ich drücke... Oh, mein Gott. Ja, moin. Das hat nicht hingehauen. Ach, du Schande. Okay, wer ist das denn? Aber ich wollte schon sagen, der wird gleich draufgehen. Weil so Leute, die man braucht, die gehen immer gleich drauf. Das ist das Problem. Und dann ist nämlich... Ja, natürlich. Und dann ist mit ihm nämlich jede Möglichkeit weg, die Dinge auszuschalten. Deswegen kann er nur das jetzt einmal ausschalten und danach... Logischerweise nie wieder. Herzlichen Dank. Ah! Gut, dass ich mich erinnert habe, dass ich Flash shiften kann. Ja, moin. Ich hoffe, dass ich dem irgendwann seine Rüstung mal abschieße oder so. Ah, Mensch! Ich bin zu ungeduldig. Das ist mein Problem. Wow! Nein, ich wollte ausweichen. Komm runter. Wow, guter Schuss, aber, Kollege. Ah, kann ich den vielleicht grabbeln? Soll ich den vielleicht... Oh mein Gott. Der hat so blaue, vielleicht kann ich den grabbeln. Ich kann den bestimmt grabbeln. Ich grabbel den mal. Aber ich hoffe, ihr seid stolz, dass ich den Flash-Shift nutze.
Ja, aber es wirkt auch wirklich so, dass man irgendwann den gar nicht mehr nicht nutzen kann. Ey, lass mich doch jetzt erstmal grabbeln, Mann, Kollege. Okay, ich kann nicht grabbeln, glaube ich. Nee, sieht nicht so aus, oder? Ja, okay, wir grabbeln nicht. Wir versuchen es mit den Raketen weiter. Jo, aber das war gerade eine krasse Story. Das haben sie sich echt ganz gut überlegt, wie das hier weitergeht, storytechnisch. Das gefällt mir, weil das durchdacht ist. So, mir wäre es trotzdem lieber... Ach so, wir können den halt nicht zerstören, den Emmy. Wir brauchen dafür die Zentraleinheit. Ja, okay, okay, I see. Ich sehe das Problem. Aua. Ah, Mensch! Ach, jetzt, ich darf einfach nicht so ungeduldig sein. Ich weiß halt nicht, ob es was bringt. Das ist das Problem, dass mir nicht so wirklich die... Ah, es hat was gebracht. Ja, moin. Ja, aber der Typ ist jetzt halt... Ach, scheiße. Ja, und wo ist der Emmy jetzt hin, den er ausgeschaltet hat? Ich habe Fragen. Ja, wo ist der Emmy jetzt hin, den er ausgeschaltet hat? Der ist jetzt einfach weg. Na gut. Ah, da ist wieder das Emmy-Gebiet. War das gerade, was sollte das gerade sein? Sollte das ein Weltraumpirat sein oder? Ah, ich wollte grabbeln. Kann ich von hier aus grabbeln? Oh mein Gott. Kann ich von hier aus grabbeln? Ja. Oh, da muss ich rennen können. Ja, Moment, ich kann ja rennen. Ach so, ja, nicht so. Ja, ich kann nicht wieder. Hallo? So. Ja, das habe ich gut gemacht. Bin ich fast ein bisschen stolz. Ja, moin. So, alles erstmal, um nicht ins Emmy-Gebiet reinlaufen zu müssen. Oh, hier ist kalt, natürlich. Natürlich ist hier kalt, da kann ich wieder nicht rein. Ja. Da braucht man einen anderen Anzug für. Komm ich da irgendwie rein? Sieht nicht danach aus. Vielleicht von der anderen Seite. Oder von oben. Nee. Ah ja. Okay. Wir arbeiten dran. Oh, ey. Aha. Das sind... Ich werd nicht schlau... Also ihr habt ja geschrieben, an den Boost-Dinger kommt man meistens schon ran. Nur man muss über mehrere Räume denken. Ich werde nicht schlau draus, wie ich bis da mit dem Boost reinkommen soll. Also der Boost ist ja da unten. Und dann muss ich aber... Wie soll ich denn da... Ich verstehe nicht, wie ich den Boost behalten soll bis dahin. Ich meine, ich kann dann hier hoch und dann ist er ja weg, der Boost. Und wenn ich mich da... Ja, super.
wenn ich mich da jetzt aber so langsam entlang hangel, das hält ja niemals so lange auf. Ja, guck mal, es ist schon wieder weg. Und in dem Moment, wo ich nach unten drücke, mache ich ja eh die... Also, ich verstehe nicht, wie man da mit dem Boost... Naja, ist ja wurscht. Irgendwie wird es wohl... Oh, direkt ein Aufzug. Wo führt der denn hin? Der führt da zurück nach Ferenia. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil wir ja eigentlich wirklich hier weg wollen. Aber dann gucke ich jetzt trotzdem schon mal in das Gebiet von dem Emmy rein. Dass wir vielleicht mal rausfinden, was das Emmy kann. Dass wir wissen, was es da gibt. Ach, der ist noch aus. Ist die Frage, wie lange, ne? Also zerstören kann ich den halt nicht, das ist klar. Der wird sich gleich wieder einschalten. Ach, hier geht jetzt auch gar nichts im Moment weiter. Ja, klar, das kann ich nicht zerstören, das Viech. Aber das war es jetzt dann einfach hier mit dem Gebiet erstmal. Okay, ich verstehe. I see. Na gut, dann war das hier jetzt schon mal für Lore sehr wichtig. Eieieiei. Ah, okay, ich kann das als Ball auch. Aber trotzdem kann ich halt nicht den behalten. So lange. Das ist mein Problem. Ich komme hier halt nicht schnell genug. Also da muss ich irgendeine Technik, weiß ich nicht. Scheinbar einfach zu doof für. Weil wenn es geht, dann liegt es ja an mir. Dass ich es nicht verstehe. Okay, das war, ja. Das war interessant. Das heißt, wir wurden hierher geschickt. Das mit den X war vielleicht tatsächlich ein Fake. Aber in uns ist ja die Symmetroid-DNS. Und die will der haben. Damit er neue Metroids züchten kann. Weil er einfach wieder ein machtgieriges Arschloch ist. Ja, moin. Ja, moin. Dann werden wir wohl mal unser Bestes tun, ihm diese DNS zu entreißen. Ja, genau. Ihn davon abzuhalten. Ach, und jetzt komme ich hier raus. I see, I see, I see. Das, was ich bisher nur von... Ah ja, jetzt gibt's wieder hier... jetzt berichten wir Adam, was los ist. Wir haben einiges zu erzählen. Was sagst du dazu, Adam, ha? Dann werden wir hochgeladen. Unser Freund vom Stamm der Tua hat viel erzählt. Nun wissen wir, warum die Emmy dich verfolgen. Samus Aran, du wurdest von der Gebiet hierher gelockt. Er will die Metroid-DNS, die nur in dir existiert. Ich kann bestätigen, dass Quiet Rope alle verbleibenden Emmy deaktiviert hat. Du solltest die Oberfläche nun gefahren alle erreichen können. Im Moment hat er alle deaktiviert. Okay, oha, oha. Der Weg, den Quiet Rope geöffnet hat, ist in Urania. Kehre sofort dorthin zurück. Ja, das habe ich verstanden. Oha! Das heißt aber, wir werden jetzt erstmal nicht mehr von den Emmy belästigt. Das ist mir auch ganz recht. Aber die werden garantiert wieder aktiviert von dem Typen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ach, moin. Dummes Ding. So. Wir sind hier. Ich will nur kurz gucken, ob ich irgendwas machen kann, was ich noch nicht machen konnte vorher. Können wir gucken, ob wir da rankommen. Das ist ja einfach, ne? Da komme ich ja eh jetzt dran vorbei. Wups, falsche Taste. Da komme ich ja eh dran vorbei. Ach, wait, das haben wir... Ne, das haben wir noch nicht. Das haben wir schon da oben. Das haben wir alles schon. Genau, da ist kalt. Da komme ich nicht weiter. Ach, das war hier, wo es kalt geworden ist. Das war gar nicht in dem Wassergebiet. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Das war hier. Das war nicht in Burenia. Ups.
Da kommen wir dann auch einfach durch. Ich denke, da führt uns unser Weg... Ah, nee, nicht ganz. Wir gehen so rum. Wir gehen so rum. Okay. Aber da können wir auf jeden Fall aufmachen. Oder geht es nur von einer Seite? Das wäre doof. Wenn es nur von einer Seite gehen würde. Dann geht es hier runter. Und dann geht es hier... Also einfach halt nach... nach da wieder. Richtung Burenia müssen wir wieder. Okay. Ich will nur gucken, ob wir irgendwo noch was erledigen können oder so. Sieht aber nicht danach aus. Da wäre ein Missile Plus. Ah, da komme ich hier rein. Das ist der gleiche Quatsch, wo ich gesagt habe, keine Ahnung, wie das funktioniert. Keine Ahnung, wie der Quatsch hier funktioniert. Da muss ich auch irgendwo hier... Das sind so Speedblöcke. Bestimmt haben die damit irgendwas zu tun, dass man irgendwo hier vielleicht Geschwindigkeit aufnimmt. Oder hier kann man Geschwindigkeit aufnehmen, ne? Und dann hier irgendwie so durch und dann hier stoppen und dann hier hoch. Also, das muss irgendwie was ganz Wildes sein mit diesem Speed-Dings, was ich nicht verstehe. Aber ich hatte schon immer mit diesen Speed-Teilen Probleme, in jedem Metroid. Weil die da immer ganz interessante Technik dann... Ah, das geht wirklich nur von einer Seite. Ich bin zu blöd dafür. Die Taste ist es. Ja, das geht also immer nur von einer Seite. Das heißt aber, wenn ich das hier kaputt machen will, muss ich von da hin. Ja, okay, dann gucken wir jetzt nur kurz nach dem Ding. Ja, wie soll ich da überhaupt da... Hä? Wait, kann ich als Dings auch morphen? Nein. Ja, wie soll ich da reinkommen? Ist hier offen? Ach ja, moin. Aber ich komme halt nicht rüber. Ich kann ja nicht schnell da irgendwie... Hä? Doch, hier ist was zum Speed aufbauen. Ja, Moment, aber ich brauche ja nicht Speed. Ich brauche ja... Ich muss ja den Block... Hä? Ah, wenn diese komische Lücke da nicht wäre, ne? Man geht dann... Ja, so geht's natürlich. Ja, danke. Jetzt ist... Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, oder? Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe ein Déjà-vu. Das hat man doch schon mal, diesen Blödsinn hier. Weil der Block kommt halt sofort wieder. Aber das ist doch dumm. Geh hoch, geh. So. Ja. Der kommt auch wieder. Würde mich eigentlich komplett hops nehmen. Und dann muss ich doch aber eigentlich auch noch mit dem Speed da... Also, verstehe ich nicht. Ich komme ja hier nicht rüber. Ach komm, ey, wegen dummen Missiles da. Juckt mich nicht. So. Okay, ich will das Ding da unten aufmachen. Also andersrum. Was ein Quatsch. Hui. Ja. Naja, gehen wir auf die Nerven. So. Da sind wir. Zack. Und offen ist. Okay, dann geht's jetzt einfach runter. Immer runter. Komm, wurscht. Abflug. Stimmt, der ist ja auch noch da. Der wird bestimmt hier der Boss. Auf irgendeine Art und Weise. Aber jetzt haben wir hier tatsächlich erstmal einen Story-Abschnitt. Das ist schon cool. Die Emmys sind ausgeschaltet und wir kommen jetzt vielleicht tatsächlich erstmal hoch zum Schiff. Das könnte durchaus, ja, ich sag mal Halbzeit sein. Wie so ein Staffelfinale.
Bin ich richtig? Ja. Oh. Ah, die habe ich schon. Okay. Hä, aber hier ist... Hä? Hätte ich da von oben reinge... Scheiße. Ah, da hätte ich bestimmt von oben irgendwie reingekonnt. Ja, jetzt ist es zu spät. Nerv mich mal nicht. Ist hier was? Nein. Ja, geht mir nicht auf den Nerv. Ich will doch nur hier raus. Darf ich richtig? Gut, dass ich nachschaue. Gut, dass ich nachschaue. Ich wäre nämlich völlig falsch gelaufen. Kann man die eigentlich auch angreifen mit dem Quabble? Macht keinen Schaden, ne? Nee. Also gut jetzt! Brudi. So. Dann ab nach Burenia. Ich habe ein ganz, ganz dummes Gefühl bei der Geschichte. Also wirklich. Ich habe ein ganz, ganz dummes Gefühl. Jetzt, wo wir wissen, dass wir ja wirklich hier sein sollen, im Sinne von, es war für uns eine Falle. Aber wieso? Ja, das würde mich jetzt schon wieder interessieren. Wie war denn das am Anfang? Er hat uns da einfach angegriffen und hat uns unsere Kräfte beraubt. So. Und er war ja deutlich stärker als wir. Wieso nimmt der Typ uns da nicht einfach direkt mit? War da irgendwas, was uns gerettet hat? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, wir sind doch dann einfach da aufgewacht, nachdem wir alles verloren hatten. Und der hätte doch einfach mit allen Emmys dort stehen können. Der wusste doch, wo wir sind. Der hätte doch einfach mit allen Emmys dort stehen können und dann halt uns die DNS entziehen. Also, like, das ist doch schon wieder ein komplett dämlicher Plan von dem Bösen. Oder habe ich jetzt irgendwas nicht bedacht, was seinen Plan verhindert hat? Ohne dass er es wollte. Wir wurden doch gar nicht von irgendwas gerettet, oder? Oder doch? Ich weiß es schon nicht mehr. Ist schon wieder zu lange her. Ich weiß es echt nicht mehr. Ah, das können wir jetzt auch holen. Nice. Ach, ja, siehst du, hätte ich mal weiterlaufen können. Aber da unten ist der Block, den machen wir natürlich auch auf. Hui. Oh, so kann ich schnell zur Kugel werden. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, moin. Zack. So. Das war jetzt das da. Darunter geht es nur zurück. Will ich da irgendwas? Hier komme ich jetzt auch ran. Die holen wir uns schnell. Die Missiles da unten holen wir uns fix. Was wir haben, haben wir. Ganz einfache Geschichte. Ah, eins weiter unten. Moin. Easy. So, und wir sehen ja, wir brauchen Missiles noch und nöcher. Also die meisten Bosse gehen tatsächlich nur mit Missiles. Das ist eine sehr wichtige Waffe und davon sollte man immer genug haben. Und es gibt gar nicht zu viele. So, zack, wieder raus hier. Wieder hoch. Aua. So, da oben komme ich dahin, wo es hin weitergeht. Haben wir verstanden. Dann könnte ich jetzt aber trotzdem mal hier... Ach, das ist von der anderen Seite. Jetzt habe ich das kapiert. Deswegen kann ich da nicht ran. Okay, das geht nur von der anderen Seite auf. Dann gibt es hier tatsächlich nichts weiter für uns im Moment zu tun.
Ja, hier ist noch irgendwas versteckt, aber das ist mir jetzt wurscht. Okay, dann gehen wir hoch. Ah, Hilfe! Ah, okay. Ah, das war dieses dumme Ding. Ich will mal was testen. Kann ich... Oh, Hilfe. Ja, Hilfe. Kann ich durch den Laser... Ah, nein, ich kann ihn aber stoppen. Okay, interessant. So, hier ist jetzt offen. Die komplette Luke da ist jetzt offen. I see. Geh halt nicht kaputt. So. Da ist nix, okay. Hä? Aha. Aha. Ja, haben wir einfach mal eine Missile gefunden. Ist hier noch was oder war das einfach ein Secret? Das war einfach ein Secret, ja moin. Also ist der Weg hier nur ein Secret gewesen? Dann muss es ja der Weg sein. Ah ja, hier ist eine Tür. Ah, vielleicht ist da noch ein Secret. Wäre zwar zu einfach, aber hey. Schade. Okay. I see. Okay. Karte. Karte von Burenia. Und dann schließen wir den Part hier erstmal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ah, da fehlt gar nicht mehr viel. Ja, gut. Ich wollte eigentlich die Karte angucken, du Gesicht. Ja, okay, doch, hier unten. Ja, okay, da haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wait, gar kein Emmy-Gebiet hier? Oh. Burenia hat kein Emmy-Gebiet. Außer hier unten taucht plötzlich eins auf. Weiß ich nicht. Interesting. Okay, aber wir sollen ja weiter nach oben. Da ist dann unser Weg, wo wir jetzt hinwollen, ne? Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.